So, wir folgen der Spur. Habe ich schon mal erwähnt, dass sie eigentlich ganz cool aussieht? Hallo, Freunde! So. Junge, Junge, Junge! Der El-Hazar ist auch wieder dabei. Den haben wir vorhin schon mal kurz gesehen, glaube ich. Und uns führt beide der Weg hier nach unten in die Kanalisation. So, erstmal hier im Lagerfeuer ein bisschen auftanken. Wo ist er denn hin? Ach, ist, glaube ich, eine Instanz. Lakai, Wehrratten. Na, super. Und vergiftet, Igitt, 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 ihr stinkt, ihr widerlichen, widerlichen Wehrratten. Wer verkauft euch eigentlich die Hosen? Liederlicher Abschaumelender. Stand ja auch drüber. Ich hab doch gerade noch ein Geräuschli gehört. Aber schön wohnlich haben sie sich ja unten so mit den Stühlen und so. War ich nicht, war ich nicht. Ich habe wirklich etwas gehört, sagte die Ratte gerade zu ihrem Meister. Unglaublich, einfach nur fantastisch mehr. Mist. Der ist ein Zauberer. Kann warme Luft zum Stinken bringen. Weg mit dir, du Kanalisationsmagier, du Elender. Deine Mundfäule übertrifft die deine Mutter bei weitem. Aus dem Weg, Abschaum. Ach. Hab mich schon wieder gebissen. Na, wen haben wir denn hier? Hallo, Old Jerry. Dieses Plätzchen gehört mir. Sucht euch ein anderes. Immer mit der Ruhe. Ich habe nur einige Fragen an euch. Fragen? Was für Fragen habt ihr denn für Old Jerry? Wieso seid ihr hier unten in der Kanalisation, alter Mann? Überleben, was denn sonst? Hier ist der einzige Ort, an dem mir nicht von der Stadtwache nachgestellt wird. Wie kann man so bescheuerte Fragen stellen? Warum belästigt euch die Stadtwache? Ihr seht doch eher aus wie der Weihnachtsmann. Ich habe keine Bleibe. Deshalb hause ich auf der Straße oder wo immer ich ein Plätzchen finden kann, wie zum Beispiel hier unten. Die Wachen finden das gar nicht gut. Deshalb muss ich mich hier abseits von allem verkrochen. Deshalb ich mich hier abseits von allem verkrochen. Ja. Waterdieb! Habt ihr gerade Waterdieb gerufen? Ich bin doch kein Wasserdieb. Waterdieb, die wahre Stadt des Überflusses. Nun gut, ich hätte noch eine weitere Frage für euch. Habt ihr hier unten Nesha gesehen? Warum sollte ich euch das denn sagen? Sie lassen mich in Ruhe, wenn ich mich nicht einmische. Vielleicht wurden sie in ihr sogenanntes Versteck gebracht. Ein Versteck? Wo ist dieses Versteck? Aus der Richtung, aus der ihr gekommen seid. Es ist in der unteren Etage. Ich habe einmal ein Auge drauf geworfen. Scheinbar haben sie sich zu einem anderen Teil der Kanalisation durchgegraben. Baldur's Gate! Baldur's Gate? Sie ist die Heimat der... der flammenden Faust. Das möchte ich wirklich nicht wissen. Ich stamme übrigens aus Baldur's Gate, eine wunderschöne Stadt. Eine andere Frage hätte ich allerdings noch. Bis später ist meine Frage. Luskana! Ich werde gar nicht erst fragen. So, das ist also Old Jerry. Ich frage mich gerade, welches Genie denn diese Brücke hier angebracht hat. So. Was ich an Instanzen mag, ist, dass die Gegner nicht respawnen. Und jetzt werden wir mit Sicherheit gleich noch auf ein paar davon treffen. Dort vorne. Junge, geht's hier auf die Fresse jetzt. Lakai. Ab in den Abwasser mit dir. Oh, ich leuchte rot.
Ich hab schon Blut vor Augen. Das muss der Gestank sein. So, unidentifizierter Gegenstand. Hab ich dann noch eine Schriftrolle dabei? Zufällig, die das Rätsel lösen kann. Schwächere Rolle. Ja, dann wollen wir mal. Tödliches Kriegerportepee. Empfohlen. Plus 6 kritischer Treffer, plus 6 Rüstungsdurchdringung. Erforderlicher Stufe 7. Wir sind aber gerade noch 6. Also erinnert mich mal dran, dass ich dann leveln muss, sobald wir und so. Ach, Natur. Natur ist mir zuwider, solange sie aus Stein ist. Was sind das denn, Alter? Für Kacke flöht sie ja überall. Das da oben sieht auch schick aus. Ich komme! Wow, was ist denn das? Ein Wegelagerer! So, du räudige Missgeburt! Ein Gesicht, das nicht mehr deine Mutter lieben kann! Du siehst nämlich aus wie dein Vater! So, hinfort mit dir! Ach. Ich wollte doch nur die Quest erfüllen. Muss mich hier mit diesem Abschaum rumschlagen. Ja. Nanü? Och, ich will Schätze plündern. Wieso kann ich nicht alle Schätze plündern? Hebel interagieren. Gibt's da Schätze? Ah, nach unten unter die Erde. Hier fühle ich mich wohl. Fallen. Beschützt den Horst! Ich muss den Magier ausschalten! Oh, Junge, 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 Junge! Aua, 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 aua! Los, du Abschaum! Hinfort! Nur noch du und ich, mein Junge! Nur noch du und ich! Nein, halt! Hahaha! Schmecke meinen rostfreien Stahl! Aus den Fabriken von Hammerstolz! Das ist dein Gesicht? Ach, was soll's! Mit feinem Schwert aus Hammerstolz! Ach, Wollreste hat er dabei. Wer hat denn Wollreste dabei? Symbol des Schutzes. Ich brauche keinen Schutz, ich brauche einen anständigen Schluck Met! Und Feierabend. Na, und ich habe gerade einen Heiltrank eingeworfen. Hier ist ein Lagerfeuer. Das darf doch nicht wahr sein. So. Dort oben haben wir noch zwei lustige Gesellen. Dort unten Abschaum. Hey, Freunde! So! Freundchen, das hilft dir gar nichts! Lakai Pflaume! Uah! So! Elender Sprücheklopfer! Heieieieiei!
Also ist gut was los hier unten in der Kanalisation, ne? Muss man sagen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So. Boah, sieht auch hier sehr cool aus. Also für ein MMO ist das schon sehr krass ausgearbeitet. Ein Hebel, den ich noch nicht drücken werde. Noch ein Hebel, den ich noch nicht drücken werde. Ich habe keine Angst, ich bin vorsichtig! So, erst den Lakai. Dann das grobe Mettbrötchen. Warren Schalgasch. Halt, 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 halt. Ich flüchte nicht, ich taktiere. Hahaha. Komm schon. Das klappt ja super, das Taktieren. Was willst du denn? Im Sterben hat der uns tatsächlich noch reingerissen, der Sack. Liegt da eigentlich was? Nee, ne? Nee. Ach, das ist schon der Rattenhort hier. Wir müssen also in Hameln sein. Ach, was soll's, Geronimo! Stirb! Du liederliche Kreatur, in die Tiefe mit dir! Vorderzähne werden überschätzt! Ach, nicht schon wieder so einer. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, was soll's. Ach. Dann lieg auch am Weg rum. Schlüssel gefunden. Na, ich freue mich an Ast. Loch. Bei den Dicken scheint meine Superstrategie nicht ganz zu funktionieren, weil man die ja so wegsmacken muss die ganze Zeit. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Ach, naja, das bisschen. Das hole ich mir jetzt eben wieder. Ich spare mal den Heiltrank und stelle mich da hinten ganz kurz ans Lagerfeuer. Das hier netterweise irgendwer für mich hinterlassen hat. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. So, es dauert noch ein bisschen bis zur 7. Dann erst können wir das andere Ding anlegen. Und jetzt ziehen wir hier überall mal die Hebel, nachdem wir alles freigeräumt haben. Huch! Nanü? Und was ist das? Aufzeichnungen! Gehen wir das nochmal durch. Abflusshebel. Varen, ich bin es leid, mich ständig zu wiederholen und daher schreibe ich euch eine Notiz. Verliert sie nun nicht. Um die Truhe vom Schlamm zu befreien, müssen alle Hebel so umgelegt werden, dass sie von der Grube wegzeigen. Weg. Ach ja, haben wir schon. Oh, das war ein fieses Rätsel. Na super. Hauptsache noch Todesfallen. Eisenplatten, Wollstoffballen, Eisenerz, ein Silber, kleiner Heiltrank. Voller Megaschatz. Nein. Ach so. Aufgestiegen. Neue Kräfte. Ich fühle mich auch. Neue Kräfte. Welche denn? Wählen Sie links eine Kraft, um deren Beschreibung zu sehen und deren Punkte zu... Ah, ja, 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 ja. Verfügbar. Was wollen wir denn? Schlagwirbel, sicherer Schlag.
Ihr führt eure Klinge pipapo, 15 Fuß Reichweite, das ist ja der normale. Schlagwirbel ist der, den wir sonst so machen. Nicht so schnell, ein schneller Rundschlag auf die Beine der umstehenden Gegner. Verlangsamt hätte ich auch mal machen sollen eigentlich. Genesungsschlag, das Ziel wird mit gnadenloser Genugtuung niedergemetzelt. Ihr erhaltet Ausdauer und Heilung in Abhängigkeit des zugefügten Schadens. 73 bis 86. Großer Sprung. Ihr springt zum Zielort und schädigt Ziel im Umkreis des Aufschlags. Auch nice. Verfügbar bei 5 Punkten. Ich glaube, ich nehme mal den Genesungsschlag. So. Die Taste E ist es. Okay. Und der Weg führt uns weiter in unbekannte Gefilde.